Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist André Leubel von ChangeNow.de. Kennst du auch so Menschen, wenn du mit deinem Business rausgehen willst, wenn du mit deinem Traum rausgehen willst oder wenn du dein Business auf den nächsten Level bringen willst? Da gibt es immer Menschen, die sagen, ja, aber das geht ja gar nicht. Ne? Das schaffst du gar nicht, weil, ne, guck dir doch mal den Markt an. Und außerdem, du hast doch noch nie wirklich was auf die Kette bekommen. Und ich glaube sowieso nicht, dass das was wird. Und dann erinnerst du dich vielleicht daran, ah, Moment, was andere über mich denken, geht mich ja nichts an. Also gehe ich mal trotzdem raus mit meinem Ding. Ich gehe mal trotzdem für meinen Traum. Und dann passiert was, eigentlich was völlig Normales, denn du bist nicht zack, puff, verwandelt, über Nacht erfolgreich, sondern du sammelst Erfahrungen, ne, was in den Augen anderer Menschen Fehler sind. Und dann zeigen die mit dem Finger auf dich und sagen, hahaha, siehst du, habe ich dir gesagt, geht doch gar nicht. Ne? Und was du dir immer in Erinnerung rufen musst, ist, dass diese Menschen, die da am Spielfeld dran stehen und lachen so, ne, die sich darüber freuen, wenn andere scheitern, die, weiß ich, sich jeden Abend das Dschungelcamp reinfahren, um über Fehler von anderen Menschen lachen zu können, dass die meistens viel zu feige sind, selber aufs Spielfeld zu gehen. Weißt du, das sind so Zuschauer und die erfreuen sich dann, wenn andere scheitern. Hoho, hab ich doch gesagt, nicht wahr? Wird ja nie was. Und erinnere dich immer daran, diese Menschen verpassen was ganz Entscheidendes. Und zwar stell dir mal vor, du sitzt in der Achterbahn. Ne? Stell dir mal vor, mach ruhig mal die Augen zu, sitzt in der Achterbahn und die Kette rattert so, es geht gerade den Berg hoch. Ne? Ratter, 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 und es geht höher, höher, höher. Und merkst schon, okay, mein Puls, der steigt langsam. Ich guck mal da runter, da geht es schon ganz schön runter. Ne? Und da oben siehst du, die Kuppe kommt näher. Und da oben über dir ist der blaue Himmel. Und du kommst oben an die Kuppe und du merkst, wie der Wind dir da oben um die Nase fegt. Ne? Und dann geht's langsam, ein Stück rüber über die Kuppe und du guckst runter und denkst, oh mein Gott, ne? Du Scheiße. Und dann gehst du los und rast du da runter und dann nebenan der schreit, und du kriegst vor den Lachanfall, ist ey geil. Und dann rast du durch die Kurve, so tschu, 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 und die nächste Kurve und dann ja. Und so genießt du deine Achterbahnfahrt. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo zu Besuch und die haben so einen kleinen Fernseher, noch so einen alten kleinen vielleicht. Da steht da hinten irgendwo in der Ecke und da läuft irgendein Film, wo man aus der Entfernung eine Achterbahn sieht. Da hinten irgendwo, was ich hier irgendwo so am Strand von Kalifornien, fährt da so eine Achterbahn und man sieht da nur so die Wagen rasen. Ja, total aufregend nicht. Das bedeutet, Menschen, die immer am Rand stehen, die immer nur auch mit dem Finger auf andere zeigen, die verpassen das Entscheidende, die verpassen, lebendig zu sein. Die verpassen, wie es ist, wenn du wirklich für deinen Traum gehst, wenn du morgens aufstehst und du weißt auch warum. Weil du weißt, yeah, ich will was rausbringen in die Welt. Ich will diese Welt ein Stück weit besser machen. Ich habe etwas, was die Welt besser macht und es ist wichtig, dass die Welt davon erfährt. Und deswegen stehe ich morgens auf und gehe wirklich dafür. Das heißt, diese Menschen verpassen, wie es ist, wenn man wirklich einen Unterschied in der Welt machen kann. Wie man wirklich etwas bewegen kann und diese Lebendigkeit dabei auch spüren kann. Das heißt, wenn das nächste Mal zu dir jemand sagt und sagt, ja, aber das geht nicht, weil, dann schau ihm in die Augen und sag, sieh zu und lerne. Mein Name ist André Leubel von ChangeNow.de. Hab jetzt einen wundervollen Tag, lass ganz viel das Söhnchen rein und mach den Unterschied, für den du hier bist. Ich bin raus für heute und dein André. Mach's gut, bis dann. Ciao.